Hallo, wir starten sportlich in die Woche mit unserer Show Weekly und wir haben jeden Tag frische Ware für euch, Informationen, Analysen, Tipps zu vielen Sportarten und natürlich auch zu Fußball. Das internationale Wochenende wird speziell sehr interessant werden, darauf gehen wir noch weiter ein, aber jetzt erstmal der Aufreger der Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das Foul von Vincenzo Grifo im Spiel Freiburg gegen Bochum war ganz klar ein Platzverweis. Allerdings hat er nur die gelbe Karte bekommen und dann bereitet er den Ausgleich vor für Freiburg und schießt sogar den 2:1-Siegtreffer. Also da kann man sich schon mal heftig drüber aufregen. Auch der Chef, der oberste Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich, hat gesagt, ja, für dieses Foul ist eigentlich eine rote Karte vorgesehen. Und siehe da, am Sonntag gab es im Spiel Köln gegen Gladbach auch für ein ähnliches Foul von Kone von Borussia Mönchengladbach die rote Karte. Und das war dann natürlich auch so korrekt. Wir stehen ja am Beginn einer Champions League-Woche und die Bayern reisen in die Türkei nach Istanbul. Natürlich sind sie ersatzgeschwächt, das wissen wir. Goretzka, das ist die neueste Meldung, mit einer Handverletzung, Hand gebrochen, der fällt auch erst einmal aus. Und sie spielen gegen Galatasaray und da ist Mauro Icardi, der Mittelstürmer, der Argentinier, Ex-Inter. Superstürmer, 10 Tore bislang in dieser Saison, hat auch einen Doppelpack geschnürt im Derby gegen Beşiktaş, aber er droht für Galatasaray auszufallen. Also das sind so die Neuigkeiten rund um das Champions League-Spiel der Bayern. Übrigens haben wir ja für beide Tage, für Dienstag und Mittwoch, auch unsere Sendungen, unsere Analysen aufgezeichnet. Schaut da gerne nochmal rein. Was haben wir mit Dortmund? Die spielen in Newcastle. Eine Geschichte, die ziemlich schwierig werden könnte, denn Newcastle hat ja Paris Saint-Germain mit 4:1 geschlagen. Dann spielen die Berliner, die Eisernen, die spielen gegen Neapel. Also ein tolles Spiel im Olympiastadion in Berlin. Victor Osimhen, der beste Torschütze der Neapolitaner, fällt aus, aber Union Berlin hat natürlich einen furchtbaren Negativlauf. Die müssen aufpassen, dass sie nicht komplett untergehen. Und dann als letztes RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad. Und da haben wir uns eine Stimme zu diesem Spiel aus Belgrad geholt. Der Trainer Marco Rose hat sehr gute oder schlechte Erfahrung. Roter Stern hat gegen Salzburg 2018 gespielt und zu Hause 0-0. Da können Sie sich erinnern, das war, ich glaube, die schwierigste Niederlage in seiner Karriere, weil Roter Stern war so schwach, das ist eine das schwachste Team von Roter Stern in den letzten 10 Jahren. Und ich habe in Qualifikation für Gruppe gespielt, in Salzburg 10. Mal versucht, 0-0 in Belgrad mit souveräner Salzburg. Und dann in Salzburg 2-0 für Salzburg, normalerweise 4-5-0. Roter Stern in einer Minute schießt 2 Tore, unentschieden, und die sind raus. Und da gibt es Scherz hier, dass Marco Rose jede Pressekonferenz beginnt mit Gedanken, wie habe ich da verloren, dieses Spiel gegen Roter Stern. MVP oder besser Martina Voss-Tecklenburg. Ist sie jetzt eigentlich noch Frauen-Nationaltrainerin, ja oder nein? Nichts Genaues weiß man. Aktuell ist Horst Hotte-Rubesch, mittlerweile 72 Jahre alt, Interimstrainer. Und das Team spielt am Freitag in der Nations League gegen Wales, muss also mal langsam aus den Puschen kommen. Martina Voss-Tecklenburg war ja offiziell krank, aber dann wurde bekannt, sie hat auf dem Zahnärztekongress einen Vortrag gehalten. Und eigentlich müsste man ihr den Zahn ja ziehen, wenn man krank ist, kann man keine Vorträge halten. Daraufhin hat der DFB auch reagiert und hat gesagt, naja, krank war die ja gar nicht mehr, sie war im Erholungsurlaub. Das ist alles ziemlich schwurbelig und bedarf einer Klärung. Übrigens auch die Wölfinnen, also die Frauen des VfL Wolfsburg, haben die Champions League Quali verpasst. Im Moment ist der Frauenfußball in Deutschland nicht gerade in einem Hoch. Am nächsten Wochenende gibt es Spiele im internationalen Fußball, die man gar nicht verpassen darf. Zum Beispiel der Clásico, also Barça gegen Real, oder auch das Manchester Derby, United gegen City in Italien. Gleich zwei Kracher. Neapel empfängt Milan und dann auch noch Inter gegen Roma. Also José Mourinho, der Roma-Coach an seiner alten Wirkungsstätte, wo er das Triple geholt hat 2010. Außerdem in den Niederlanden, da droht ja Ajax Amsterdam. Die Institution schlecht,
hin im niederländischen Fußball abzusteigen. Sie spielen gegen PSV. Also alles Themen, die wir am Donnerstag in unserer internationalen Sendung begleiten werden, analysieren werden. Vielleicht schon mal ein Hinweis für euch. Im tschechischen Fußball wurde übrigens am vergangenen Wochenende Geschichte geschrieben. Ein Spiel, das 9:5 ausging zwischen Zlín und Boleslav. Halbzeitstand war 2:1 für Zlín und dann gab es 11 Tore in der zweiten Halbzeit. Was für ein Wildwestspiel. Ganz heiße Kiste und mit Sicherheit ziemlich spannend, wenn man dabei gewesen war. Dabei müssen wir auch sein, wenn Marcel die Mannschaft der Woche aufstellt. Und da ist natürlich wieder in dieser Woche die Bundesliga im Fokus gewesen. Das Spitzenquartett in der Bundesliga marschiert von Sieg zu Sieg. Auch an diesem Wochenende haben wieder die ersten 5 Mannschaften der Tabelle allesamt gewonnen. Trotzdem, unsere Elf der Woche besteht natürlich nicht nur aus den Top-Mannschaften, sondern auch aus den übrigen Mannschaften, die vor allen Dingen siegreich waren. Und wir fangen auch gleich an mit unserem Torhüter Michael Zetterer. Ja, er hat eine höhere Niederlage für Bremen gegen Dortmund am Freitagabend verhindert. Linker Verteidiger vom FC Augsburg mit diesem Wahnsinns-Comeback schon in der ersten Halbzeit. Mats Pedersen in der Innenverteidigung. Jeff Chabot, der mit seinen Kölnern das Rhein-Derby gegen Gladbach gewinnen konnte. Und daneben Waldemar Anton vom Überraschungsteam aus Stuttgart. Rechter Verteidiger Anthony Rouault, auch der beim VfB Stuttgart unterwegs. Dann im Mittelfeld haben wir auf der linken Seite Florian Kainz, Doppeltorschütze, 2 verwandelte Elfmeter im Rhein-Derby für Köln. Rechts fangen wir natürlich mit Dauergast Jeremy Frimpong an. Im Zentrum haben wir Leon Goretzka, der jetzt leider ausfallen wird für mindestens 3 bis 4 Wochen. Und Elias Skiri, der absolut beste Spieler von Eintracht Frankfurt. Und im Sturm fangen wir an diesmal mit Luis Openda, Doppeltorschütze für RB Leipzig und mit Philipp Tietz vom FC Augsburg. Vielen Dank, Marcello. Es wird mal wieder Zeit, über Manuel Neuer zu sprechen, denn am kommenden Wochenende wird in Sölden die Weltcup-Saison eröffnet, die Ski-Weltcup-Saison mit 2 Riesenslalom. Nein, er wird nicht teilnehmen, aber er wird am kommenden Samstag gegen Darmstadt wohl im Tor stehen. Sein Comeback, Manuel Neuer, wird zurückkommen ins Tor der Bayern. Aber die Frage, wird er nochmal Kapitän der Nationalmannschaft? Das reichen wir weiter an Marcel. Über 11 Monate ist es mittlerweile her, dass Manuel Neuer letztmals in der Fußball-Bundesliga für den FC Bayern zwischen den Pfosten stand. Nach einer langwierigen Verletzung soll er nun am Samstag zurückkehren. Aber die Frage ist nicht, kehrt er bei Bayern zurück, sondern kehrt er auch zur Nationalmannschaft zurück? Und wenn ja, dann als Kapitän, als Stammtorhüter oder nur als Backup von Marc-André Ter Stegen. Wir wissen, Julian Nagelsmann und Manuel Neuer, das gab ja eine Vorgeschichte. Julian Nagelsmann hat damals den engen Vertrauten von Manuel Neuer, den Torwarttrainer Toni Tapalovic, entlassen. Und dementsprechend gibt es eine Vorgeschichte, eine brisante Vorgeschichte, die das Ganze natürlich extrem spannend macht. Ich sage so viel, Manuel Neuer wird bei der Europameisterschaft 2024 nicht im deutschen Tor stehen, weil Marc-André Ter Stegen einfach gezeigt hat, dass er die Nummer 1 sein kann. Meine Frage an euch ist aber, sollte Neuer langfristig nochmal zurückkehren als Kapitän, als Stammtorhüter? Ich bin gespannt auf eure Antworten und bis zum nächsten Mal. Bei der Rugby-WM steht das Traumfinale an. Südafrika gegen die All Blacks gegen Neuseeland. Neuseeland hat im Halbfinale relativ klar Argentinien ausgeschaltet. Das andere Halbfinale, Südafrika gegen England, ein echter Krimi, konnte das Ding dann aber nochmal biegen und England schlagen. Also, Infos dazu gibt es auf unserer Homepage. Und ihr wisst, oder wisst ihr es nicht, wie lautet der Tanz der Neuseeländer, den sie immer vor jedem Spiel tanzen? Vielleicht habt ihr ein Video, wie ihr das auch praktiziert, immer gerne genommen. Ich tanze es dann hier vielleicht auch mal nach. Wir sind bei der NFL und da sind wir am 8. Spieltag. Kein Team ist mehr ungeschlagen. Braucht ihr mehr Infos dazu? Kein Problem. BOMO hat sie. Fair Catch, so heißt das Video, so heißt die Sendung bei uns. Also schaut euch das einfach mal an. Moin Moin, BOMO hier, euer NFL-Guru. Und ja, in dieser Woche in Fair Catch nehme ich mal meine Geheimfavoriten ein wenig unter die Lupe. Die Ravens. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr lustigen Fun Fact. Also freut euch drauf. Wir sehen uns Mittwochabend bei Fair Catch, eurer NFL Game Day Show. Lange haben wir drauf gewartet, jetzt beginnt sie endlich. In der Nacht auf Mittwoch die NBA-Season und da ist das erste Spiel, die Nuggets gegen die Lakers. Auf wen wir alle warten? Ja, den First Pick, also den Mann, den alle haben wollten. Der heißt Victor Wembanyama oder Wemby, was sich etwas niedlich anhört.
Der Kollege ist 2,24 Meter groß. Also der muss eigentlich nur den Ball fangen und dann in den Korb legen. Mehr muss da nicht passieren. Aber natürlich eine spektakuläre Nummer. Das solltet ihr euch anschauen. Und unsere Predictions, unsere Analysen zu diesem Thema findet ihr auch bei uns auf der Wettbasis-Seite. Und wie schon im Zusammenhang mit Manuel Neuer erwähnt, langsam solltet ihr eure Kanten schleifen, Wachs rausholen, denn die Skisaison beginnt. Und traditionsgemäß beginnt die in Österreich in Sölden auf dem Rettenbachferner. Die zwei Riesenslalom stehen an. Es scheint auch ganz gut zu sein vom Wetter. Alles sieht aktuell sehr weiß dort aus. Das war's von unserer Weekly Show. Euch eine sportliche Woche. Bis demnächst.